Nudging ist eine Methode, bei der die Entscheidungssituation so umgestaltet wird, dass man den Konsumenten in Bezug auf sein Verhalten in eine gewünschte Richtung lenken kann oder eben hinstupsen kann. Ein Beispiel wäre die Amphiro-Installation in der Dusche, wo man eben direkt ein Echtzeit-Feedback erhält zum Warmwasser drauf. Der Eisbär, der verliert da seine Eisschorle mit der Zeit. Ich schaue, ob die Eisschorle noch nicht geschmolzen ist und wie viel Liter ich brauche. Da spricht eben dann die emotionale Komponente an, dass man sich eben sorgt, dass man den Eisbären retten möchte. Und dadurch kann man den Effekt noch mal etwas fördern. Am Anfang, als es installiert wurde, haben die Kinder schon so: Wer braucht weniger? Ich habe nur 8, ich habe nur 7 Liter. Und dann haben wir als Eltern dann müssen intervenieren und sagen: Hey, sauber muss es auch noch werden.